Nee, Freunde, es geht zur Late Night. Wir holen uns, weil wir haben das letztes Jahr wirklich in unserer E-Klasse geschlafen und es war wirklich das allerletzte. Wirklich, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wir hätten sogar draußen geschlafen. Ohne Witz, wirklich. Es war wirklich sehr unkomfortabel. Und das hat einfach überhaupt keinen Spaß gemacht und deswegen haben wir uns überlegt, was mal richtig geil wäre, wäre ein Wohnmobil. Und da haben wir uns heute mit der Mandy von Kuku, die Firma heißt so, Kuku Vermietung, die machen quasi, die kannst du quasi Wohnmobile mieten und das werden wir jetzt machen. Die Mandy, die kenne ich schon ziemlich lange. Werden wir uns mal so Wohnmobil anschauen und das jetzt mitnehmen, hoffentlich. Mit allem drum und dran. Ich bin mega gespannt. Also, die hat gesagt, das Ding hat 6 Schlafplätze. Ich so, was? Das hat mich schon sehr verwundert und jetzt werden wir mal gucken, wie das ist. Wir haben übrigens hier Bettdecken dabei, wir haben Klopapier geholt, wir haben Pappteller, Plastikbesteck und eigentlich alles für so einen typischen Ostseeurlaub. Freunde, das ist es einfach. Das ist es. Die Ahorncamper, wirklich. So, steigen ein. Bisschen Video. Übrigens, Manny meinte gerade zu mir. Wir das sind, ist gut, dass ihr die ersten Kunden seid, weil... Lass mal, dass das Auto bekommt. Ich übe jetzt mit euch. Ach Gott. Ja? Ist das eigentlich ein Neuwagen? Ja, neu, komplett neu. Komplett neu? Ja. Das wird der Rocker mit zerrammelt sein. Soll ich dir mal zeigen, wo du drauf drücken musst? Na, los, komm. Mitte. Ah, okay. Mitte. Also lange. Geht gut, lange. Ne? Läuft. Sehr gut. Also, einfach wirklich. Das hat eine Wagenleistung eigentlich erstmal, ja. Viel für euch? Ja, das denke ich nämlich auch. Ja, das kriegt er ja raus. Klar, ja. Hier mit einem Adapter. Die ist wohl dazu hier, die Kabeltrommel. Genau. Ach, geil. Also Freunde, wer so eine hübsche Vermieterin haben will, der soll sich auf jeden Fall bei einem Mini melden. Benutzt ihr die Toilette hier oder geht das jetzt dort? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube eigentlich nie. Könnte passieren. Ist nämlich die Gegebenheiten sind. Also ihr müsst es auslernen, ne? Also im Notfall würde ich das vielleicht machen, oh, nee, aber würde es nie machen. Wo lernt man das aus? Wie geht denn das? Scheiße! Leck mir los! Also guck mal her. Ja, guck mal hier. Ja, ja. Ist das scheiße rum. Guck doch mal hier. Ah, hier. Magic. Guck mal. Das ist ja ein Frühstück. Da passt deine Wurst in die rein, Kumpel. Was richtig stylisch ist. So, könnt ihr dann losziehen? Mit dem Scheiß auf, kannst du spazieren gehen, Kumpel. Macht dann hier auf. Und schützt's raus. Ich sag dir, das ist Kumpel, das mache ich auf gar keinen Fall. Ohne Witz. Scheiße, nee. Verantwortlich. Da geh ich lieber im Wald scheißen, wirklich. Das mache ich auf keinen Fall. Stimmt bitte in den Kommentaren ab, ob Rick die Scheiße entlernen soll. Mit Schlappen und Kipper. Ja, mit dem Trolli dort wegschieben. Ja. Angenommen, ich bin also jetzt der Rick und habe zufällig meine 2 Kinder und meine tolle Frau dabei, die große Brüste hat. Und mit der möchte ich mal kurz eine Woche Ostsee machen. Was würde das kosten? In der Hauptsaison 129 Euro pro Tag. Okay. Geil. Ja. Aber ist teilweise günstiger wie Hotel wahrscheinlich. Nebensaison 99 Euro. Ah, okay. Na gut, gehen wir mal rein in die gute Stube. Jo. Hast du schon ein paar Anfragen? Ja, ja, habe ich. Guck mal hier, gibt's schon die Kuku Moves hier, die Kuku Moves Becher. Ja, Frühstück. Oh. Warte, ich füll mal kurz hier rein. Ja, klar. Mhm. Dusche ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Vor allem ist das sogar schon eine richtige separate Dusche, weil es gibt ja auch so Nasszellen, ne? Guck mal, du hast hier 3 Fenster, die kannst du. Ja, das stimmt schon, du kannst richtig schön Durchzug machen. Aber ja, das Problem ist, bei den Chaoten noch, da willst du nie die Fenster offen lassen. Und hier ein bisschen vorsichtig, ne? Mit den Zimmern, ihr könnt es auch dunkel machen. Oh, geil. Hier machen wir doch auf, da steht ein schönes Auto. Möchtest du sehen lassen? Aber sehr geil, wirklich. Mandy, vielen Dank für unsere erste Wohnmobil-Erfahrung, die wir bei dir machen dürfen. Ja, das ist sehr wirklich. Gern. Ich denke, wir kommen auf jeden Fall öfter, weil einige Events immer so ein Ding mal bräuchten. Ja. Das ist echt nicht schlecht. Na, danke schön. Ja. Na, das ist tipptopp. Also wie gesagt, wenn man größer ist, geht das besser. Ja, ich muss sagen, ich finde es gut so. Aber doch, ich glaube, wir werden es immer ausfahren für den Lifestyle. Und immer dieses Camping-Feeling, ich habe mit dir. Herrlich, da kann logisch. Ich. Herrlich. Bist wieder für geboren, muss ich sagen. Ja, ich bin ja früher mal Lifestyle-Camper gewesen. Ich denke, das sollte deine Aufgabe fürs Wochenende werden. Gut, so, los, machen wir jetzt das Schriftliche und dann geht's los. Die wundern. Ansonsten, ich brauche mein Führerscheinbild, eine absolute Schönheit. Das könnte deine Verliebste jetzt sein. Oh, warte, das müssen wir mal ganz kurz zeigen. Sehr, sehr hübsch. Ich war früher mal Beachboy. Würdest du mich jetzt lieber lieben oder so? Gar nicht. Das wollte ich hören, das wollte ich hören, mein Schatz. Ja, ich bin ehrlich, bei dem Bild hätte ich mir überlegt, ob ich den aus Versehen mal doch verliere. Oh. Neu machen kannst. Warte mal, wollt ihr Fernsehen gucken? Ja. Echt jetzt? Ja. Meine Serien. Was guckst denn du? Geht es essen? Richterin Barbara Saale. Perfekte Dinner. Aber ist eigentlich nur gut, dass du dich jetzt nochmal aufs Bett legst. Hier. Wie lang ist denn das Bett hier? 1,32 x 2,20. Guck mal, ich bin 1,60. 1,60. Da
durchaus noch Platz. Mhm. Mhm. Du bitte bewegen. No. Ich sag mal, für die Entfernung reicht die Größe auf jeden Fall. Ne? Absolut. Das hast du wirklich schön gezeigt, muss ich sagen. Ach danke, ihr seid meine ersten Kunden. Ey. Ja, also für das erste Mal muss ich sagen, als hättest du nie was anderes gemacht. Danke. Wie gesagt, Besen rein wiederbringen. Ich muss das danach noch sauber machen. Das wäre also toll. Nee, also wirklich, du hast es. Schön, wenn wir das Gröbste aus der Toilette schon mal entfernen. Ja. Weil siehst du am Sonntag hier, euer Schweine. Ich hab zum Schluss wirklich vergessen, einfach. Hier stehen die angebrannten Nudeln auf dem Feld. Die mit Spanngurt festgemacht und was haben die abwaschen müssen. Bitte eine Unterschrift von dir. Das ist der Vertrag mit dem Teufel, das habe ich schon im Gefühl. Das war mir schon vorher bewusst. Gut. Gute Fahrt, viel Spaß und verpisst euch. Hier, so. Die Tassen müssen wir noch mal reinstellen und dann füllen wir die ganze Bude. Der hat echt die Kabel drüber versaut. Was ist denn mit euch los? Ihr könnt immer eine Kabelrommel abrollen. Eine Kabelrommel! Könnt immer eine Kabelrommel abrollen, wirklich. Meine Kumpels haben alle den Sprachfehler. Schafft man denn so eine Scheiße? Da muss man wie ja stellt euch an wie die ersten Zyklopen, Alter. Soll ich Bescheid sagen? Und einen Seitenscheider mitbringen? Der ist im Auto. Na, wo ist denn der Verteiler? So muss es irgendwie funktionieren. Wirklich. Ich hat sich in der Riech verkalkuliert. Ja, das ist einfach nicht normal. Ohne Scheiße, ich fahr wieder hin. So. Meinst du, du hast bei Holy Hall gelernt, hä? Ja, ich kann wenigstens ein Kabel abrollen. Hier, du stehst drauf. Na ja, klar, du sollst einfach muss laufen. Ich brauche ein paar Meter, Mann. Wer braucht da noch was? Hallo. Deine Oma braucht ein paar Meter. So, wir sind safe. Darf vorstellen, unser Schlafplatz. Ja, doch recht gemütlich, muss ich sagen. Das Ding explodiert jetzt hier. Boah, saftig, saftig. Wenn der runter, das Scheißding kommt. So, komm, gucken wir hier nochmal in die Höhle rein. Jawohl. Einfach oldschool. Das Wichtigste ist am Start. Einfach nur gemütlich. So muss das. Hier. Einfach geil. Diese Lampe. Brutal. Also wirklich. Betten sind bezogen. Einfach nur Wahnsinn. So Freunde, natürlich geht's nicht mehr außer Haus ohne unsere extra Packung Boyfood, damit wir einfach gewappnet sind für alle Eventualitäten bei diesem fantastischen Wetter heute. Also an dieser Stelle, wenn ihr Bock habt mit RD48, spart ihr 10%. Pokal bekommt der erste. Silber kostet irgendwie 35, 36 Kilo das Ding. Hm? Haben bestimmt noch 5 Minuten gedauert, dass ich es noch essen. Kannst du klar abgeben, das Ding? Hey! Was? Kannst du abgeben, das Teil? Entschuldigung. Bist du sehr ausgelegt, kurz vor Start? Gar nicht. Das ist Routine. Ich finde, man sieht dir den Vorwurf vor mich an. Ja. Warum zittert deine Unterlippe so? Insel für? Weiß Stück A, dass wir kein Alkohol trinken. Genau so sieht's aus. Das ist aber auch die letzte Flasche. Nee, noch 5. Hey, bitte! Junge! Danke für die Antwort. Danke! Was ist hier los? Zufriedene Gesichter sehe ich hier. Stell dir vor, wir stehen hier, die ziehen sich mit drauf. Ich hab immer wieder Kolben entgegen. Ja. Schön alle Zähne weg. So rein. Ui, bing. Scheiße. Super Auto. Danke für den Tipp. Felix, die Leute fragen schon, wo du mal bist. Also ich war gerade duschen und jetzt werde ich nochmal kacken. Müsste sie auslernen, ne? Also im Notfall würde ich das vielleicht machen. Und damit ich heute ganz nah ran kann, habe ich mir mal ein paar Oropax besorgt. Ich bin mal gespannt. Wir sind auf jeden Fall direkt vorne am Start. Ich denke, das wird eine ganz lustige Nummer. Tipptopp. Na, ist gut. Gut auf.
und der wunderschöne Rick und der unglaubliche Rolex.
Oh.